Du willst wissen, wie man Quinoa im digitalen Reiskocher richtig kocht? Dann bist du hier genau richtig und ich würde sagen, wir legen direkt los. Dafür brauchst du auch gar nicht viel. Natürlich Quinoa, einen digitalen Reiskocher, Wasser oder wahlweise Brühe, ein feinmaschiges Sieb und eine Prise Salz. Es ist total wichtig, dass du die Quinoa vorher wäschst, und zwar um Saponine zu entfernen. Das sind Bitterstoffe, die wir lieber nicht schmecken wollen. Du gibst die schon gewaschene Quinoa einfach in den Innentopf und dann kommt das Wasser dazu. Das heißt, wenn wir 200 Gramm Quinoa nehmen, nehmen wir 400 Milliliter Wasser. Salz nicht vergessen. Und dann wählen wir einmal über die Modustaste das Quinoa-Programm aus. Drücken 2 Sekunden auf Start. Und beim digitalen Mini-Reiskocher funktioniert das übrigens auch wunderbar. Da kannst du ganz einfach die Standardfunktion nutzen. Er kocht jetzt aber schon mal los. Das heißt, ich lehne mich erstmal gemütlich zurück. Wir warten 15 Minuten und dann geht's weiter. So, der Kochvorgang ist jetzt abgeschlossen und anschließend empfehle ich dir, die Quinoa noch 5 Minuten im Warmhaltemodus zu lassen. Dann wird sie wirklich perfekt. Übrigens, kleiner Hinweis, im Reiskocher wird sie von der Konsistenz eher ein bisschen weicher und cremiger. Aber ganz egal, welche Kochmethode du verwendest, ich wünsche dir guten Hunger und bis bald.